Hallo, meine herzlichen Damen und Herrchen. Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Let's Play Prince of Persia The Sands of Time. Ja, das ist eins der schönen Prince of Persia Spiele, die ich gesagt habe, ich alle machen werde. Und hier ist der erste Teil, der angefangen hat mit diesem Zurückspulen, mit der Zeitkontrolle. Und was hier alles so schön passiert, das werdet ihr jetzt gleich sehen, wenn ich das Spiel gestartet habe. Und das sollte so sein. Das sind wir, der kleine Prinz. Und wir müssen hier rein, damit das schön anfängt. Und jetzt bin ich ruhig. Viele Leute denken, Zeit sei wie ein Fluss, der sanft und sicher in eine Richtung fließt. Ich aber habe das Antlitz der Zeit gesehen. Und ich sage euch, sie haben Unrecht. Zeit ist ein Ozean im Sturm. Ihr werdet fragen, wer ich bin und warum ich so spreche. Setzt euch, und ich erzähle euch ein Märchen, wie ihr es noch nie gehört habt. Zuerst wisset, dass ich der Sohn Sharamans bin, des mächtigen persischen Königs. Auf dem Weg nach Azad durchquerten wir mit einer Handvoll Männer Indien, wo die Hoffnung auf Ehre und Ruhm meinen Vater zu einem fatalen Fehler verleitete. Jetzt, mein Sohn! Euer Majestät, ich hoffe, ihr erinnert euch eures Versprechens. Die Schatzkammer des Maharajas liegt dort. Seht, wie er reitet. Wie der Sohn eines Kriegers. Ihr glaubt, ich habe Mitleid verspürt, als ich die Zerstörung sah? Oder ich sei nachdenklich geworden, als ich merkte, wie schnell eine heile Welt in einen Albtraum verwandelt werden kann? Ihr irrt gewaltig. In diesem Moment hatte ich nur eines im Sinn. Ich wollte in meiner ersten Schlacht für meinen Vater Ruhm und Ehre erringen. So, das sind wir, der gute Prince of Persia. Der auch einfach den Dolchzug, den er nachher erst hat. Oben links sieht man unsere schöne Lebensleiste. Ich glaube, ich mache das mal ein bisschen leiser. Die Musik. Ich glaube, 75 ist gut. Einmal noch. So. Perfekt. Ja, das wollen wir behalten. So. Und weiter geht's. Ja, und da sind sie auch schon da. Und wir können hier einfach so rüberklappern und wir können. Ja, beim ersten Mal ist das immer schön Zeitlupe, damit man sehen kann, was der gute Prinz kann. Nämlich an der Wand entlang laufen. Was es auch hier angefangen hat. Das gab es vorher nämlich nicht. So. Und hoppa. Und wir können nochmal machen. Oh, ist das schön. Gut, der ganze Kampf hier und so ist jetzt nicht unbedingt so schön, aber trotzdem. Und die müssen weg. Und unser erster Gegner. Es gibt hier mehrere Arten, wie man hier kämpfen kann. So. Damals wäre auch der erste schon der Tod. Ist auch noch so schöne Mucke gibt. Nämlich der gute Prinz. Ah. Kann auch so um die Gegner herum. Und er kann über Gegner springen. Hoppla. So, jetzt auch richtig. Zack. Und down. Oh, das macht er das langsam am erstmal, aber ist okay. Ach, herrlich. Nach Ruhm und Ehre strebten an diesem Tag viele Männer.
um von ihrem König die Worte zu hören, die einst Chosroe zu Rustam sprach. Ihr seid der tapferste meiner Krieger. Doch als mein Schwert Blut kostete, wusste ich, nicht durch Töten würde ich die Anerkennung meines Vaters erlangen, sondern als der Mann, der zuerst die Schatzkammer des Maharajas findet. Ja, und wir können uns sein, indem wir Wasser trinken. Das ist unsere Heilungsquelle, Wasser trinken. Ich meine, Wasser ist ja allgemein bekannt, dass Wasser gut ist, aber so gut. Es gibt hier ein paar Leute zu schnetzeln. Die müsste man nicht machen, aber... So kann man die meisten Gegner eigentlich am schnellsten platt machen. Anstatt zu greifen. Und man kann auch kontern. Mit einer Blockpose muss man angreifen. Er macht nämlich sowas. Und da muss man in den Schlag rein. Und das tötet meistens sofort. Aber es ist ein bisschen schwer zu timen. Aber das müsste ich noch hinkriegen. Oh, das ist ja noch das kleine Tutorial. Und drüber da. Und wandert langlauf nochmal. Und zack, an der Leiter ran. Und schnell geht's weiter. Und wir sehen, können wieder Gesundheit abfrischen. Haben noch so schöne Musik dabei. Und dann wird etwas nass. Aber das macht uns ja nichts. Wir sind ein Prinz. Und haben so ein hübsches Käppi auf. Zack. Ach, die sind halt noch kein Problem. So, so langsam macht das normalerweise am Anfang. So, jetzt die ersten richtigen Kletteraktionen. So, da wir nicht am Gesicht so vorbei können, müssen wir uns unten dran lang heilen. Und hier müssen wir mal loslassen. Die lässt man nochmal los. Eins. So. Hier lang. Und uns schön zum Loch vorarbeiten. Kommt her. Genau, so schön hier alle angreifen. Na? Ich mache mal mit der Konter fertig. So schnell kann's gehen. Aber das Wasser. Aber wir brauchen gerade kein Wasser. Und wir können uns ja schön an Säulen hocharbeiten. Da war ich ein bisschen zu voreilig. Mussten wir ganz nach oben. Und wir können es ja schön so entgegen springen. Soll ich beim nächsten Mal von hier ab weiter erzählen? Ja, erzähl du weiter. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Das ist das Speichern. Das Springen. Der redet ja so schön. So. Und da wollen wir hin. Und da müssen wir von der Warte springen und kommen dann an. Genau wie hier. Und hier müssen wir schön zu Wand springen. Und dort lag er, außer Reichweite. Der Dolch der Zeit. Eine würdige Trophäe für den Sieg in meiner ersten Schlacht. Wenn ich ihn doch nur erreichen könnte. Ja. Wenn er doch den nur erreichen könnte. Die Sanduhr zog mich in ihren Bann. Aber sie zu bewegen bedurfte es eines Dutzend Soldaten meines Vaters. Ich brauchte eine handlichere Beute. Ich bin da jetzt nur gegangen, damit er das erzählt. Hoppla. Aber schöne Kameraführung manchmal. Ah, da kommt man noch nicht so hoch. Muss man laufen. Das müsste man echt können. Das ist so gut. Ah. Und wie eine Schatzkammer geschützt ist, natürlich mit Fallen.
aber noch mit so richtig billigen. Aber einfach durchlaufen, ne? Ist kein Thema, ist halt. So, und hier wollen wir zur anderen Plattform. Und da hinauf. Dass die Bewegungssensor haben, finde ich ganz witzig. So alte Fallen. Gar nicht so schlecht. Aber das sind auch die Babyfallen hier unten. Wenn man unten landet, da ist ja direkt Wasser. Kann man sich direkt wieder auffüllen. So einfach stirbt man nicht. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Hier muss man hoch und runter. Und wieder alles abfällt, wenn man doch nur zu nahe kommt. So, da wollen wir ran. Da ist der Baguette-Schatz. Aber wir wollen erstmal nach da unten. So, jetzt müssen wir hier hoch. Und da sind wir auch schon an der ersten Stelle, wo ich beim ersten Mal Probleme hatte. Wo ich das noch nicht wusste, dass ich springen nicht gedrückt halten muss, sondern drücken muss, wenn er so gegenkommt. Sand. Und damit hätten wir unseren Dolch. Ich besaß, wofür ich gekommen war. Es war an der Zeit zu gehen. Und jetzt sofort müssen wir hier schnell raus. Eigentlich ist das egal, hier ist keine Zeitbegrenzung. Und ja, da unten sind Stacheln, schön auch noch voller Blut, damit man auch ja sieht, dass das tödlich werden kann. So, da wollen wir rein. Und hier sind wir wieder. Und was das oben links die Anzeige zu bedeuten hat, das sehen wir später. Vater, ich habe uns Ruhm und Ehre gebracht. Euer Majestät, ihr versprach mir freie Wahl unter des Maharajas Schätzen. Dieser Dolch. Sicher überlässt du dem Jungen ein Andenken an seinen ersten Kampf. Du hast die freie Wahl aus allen anderen Schätzen des Maharajas. Ausgenommen diese Sanduhr. Sie eignet sich gut als Geschenk für den Sultan von Azar. Und ein paar exotische Tiere für sein Bestiarium. Und ein halbes Dutzend Sklavinnen. Ja, das sollte reichen. Wählt weder Tiere noch Jungfrauen, bis ich gewählt habe. Alle sollen wissen, König Sharaman ist ein gnädiger Sieger. Vertraue niemandem, der seinen Herrn verraten hat. Und nimm ihn nicht in Dienst, sonst wird er dich verraten. Zu meinem Verdruss erkannte ich die Wahrheit dieser Worte an dem Tag, als wir in Azad Ehrengäste des Sultans waren. Mein Freund, euer Besuch bringt Glanz und Freude in mein bescheidenes Heim. Die Pracht Azads wird in der ganzen Welt gepriesen. Aber das Beste kommt noch. Ich überreiche euch den Sand der Zeit. Möge die Freundschaft unserer Königreiche so lange währen wie die Zeit selbst. Der Sand, warum glüht er? Ich kann es euch verraten. Die Sanduhr birgt ein Wunder, das kein Lebender je gesehen hat.
Leider kann nur der Dolch den Sand der Zeit entfesseln. Und dieser gehört einem Höheren als mir. Einem jungen Prinzen, der seinem Vater kostbarer ist als alle Schätze Indiens. Möglicherweise ist er bereit. Nein! Nein! Halt! Sie niederstreckte, erhoben sie sich und kämpften weiter. Ich merkte schnell, dass ich sie von ihrem elenden Dasein befreien konnte, wenn ich den Sand, von dem sie besessen waren, in meinen Dolch sog. Ja, wir wollen speichern. So, das Unglück ist über Azad. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Gekommen, nachdem der Prinz Sanduhr der Zeit gefesselt hat. Ihr haltet mich für verrückt. Ich sehe es in euren Augen. Ihr glaubt, meine Geschichte sei erfunden. Vielleicht bin ich verrückt. Wer würde es mir verdenken? Aber ich versichere euch, dass jedes Wort wahr ist. So, ja. Also wir müssen die Gegner aufsaugen mit dem Dolch der Zeit. Weil die sonst wieder aufstehen mit normalen Angriffen. Weil wenn wir sowas machen, dann sterben wir natürlich. Und so können wir uns halt retten, wenn wir uns zurückspulen.